Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Minibeck Nano Aquaristik, meinem kleinen Aquaristikgeschäft hier in Cuxhaven an der Nordsee. Heute geht es um vier Dinge, von denen ich bei der Gründung oder vor der Gründung dachte, dass ich sie unbedingt brauchen würde und die ziemlich teuer geworden wären, hätte ich sie mir gekauft, und es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich sie überhaupt nicht brauche. Vorweg noch einmal kurz, ich habe keinerlei Kooperation oder Sponsoring mit einer der Firmen, die ihr hier seht. Das ist einfach mein Laden, alles regulär gekauft. Und das erste dieser Dinge ist eine spezielle Spielecke für Kinder. Ich habe mir gedacht, ich kaufe mir so eine Kinderspielecke mit einem kleinen Tisch und kleinen Stühlen und vielleicht noch eine Pinnenwand dran und verschiedene Spiele für Kinder und richte dann so eine Ecke für Kinder ein, wo die Kinder sich aufhalten können, während die Eltern dann beraten werden. Aber es hat sich herausgestellt, ich habe hier in meinem kleinen Lädchen gar nicht den Platz dafür. Also habe ich die Kinderecke mit in die Beratungsecke hier eigentlich integriert. Ich habe hier ja meine beiden Stühle und den Tisch, wo ich dann mit dem Kunden sitze. Und ich habe hier für kleine Kinder nochmal so Sitzkissen. Die finde ich ganz süß. Die sehen aus wie so ein Blatt. Und eine ganz normale Spielkiste. Da sind Bücher und Spiele drin. Alles so ein bisschen aquarienbezogen. Und noch so ein paar andere Sachen. Dieses Buch hier, das kann ich super empfehlen. Das ist total klasse. Ja, das regt natürlich doch mal ein bisschen das Interesse an dem ganzen Thema. Und es ist sowieso viel, viel schöner, die Kinder mit ins Beratungsgespräch einzubeziehen. Das ist total gut. Der zweite Gegenstand, von dem ich dachte, ich bräuchte ihn und den ich wirklich überhaupt nicht brauche, ist ein stationärer Computer oder überhaupt ein zweiter Computer. Ich habe hier meinen Laptop, mit dem bin ich mobil, der ist meistens zu Hause, aber den kann ich halt mit hierher nehmen, wenn ich ihn brauche. Und dann habe ich ja noch die Kasse als iPad und mein Handy, und ich muss sagen, 95% der Büroarbeiten können tatsächlich am iPad oder am Handy erledigt werden. Dafür brauche ich überhaupt keinen Computer, und auch einen Drucker brauche ich hier überhaupt nicht. Den brauche ich eher so als Scanner, falls ich dann doch mal ein Dokument digitalisieren muss. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht nötig, sowas zu haben. Das läuft alles digital und es kann unheimlich viel auf dem Handy passieren. Der dritte Gegenstand, von dem ich dachte, ich bräuchte ihn ganz dringend, unbedingt, ist eine Waschmaschine. Aber ich zeige euch das hier mal. Ich habe gar keinen Platz für eine Waschmaschine und letzten Endes bin ich sogar froh darum, denn ich habe hier zwar verschiedene Handtücher, ich trinke hier ab und zu mal einen Kaffee oder esse eine Kleinigkeit, da habe ich Geschirrhandtücher, ich habe natürlich auch Händehandtücher im Bad und hier an meinem Wagen hängen, weil zum Schließen der Beutel muss man trockene Hände haben, da geht das einfach viel besser. Das braucht man, und natürlich brauche ich für die Pflege der ganzen Becken hier immer Handtücher. Und ja, Putzsachen habe ich natürlich auch. Also das sind schon mal vier verschiedene Maschinen, die ich dann waschen müsste. Die kriege ich überhaupt nicht voll. So viele Handtücher habe ich hier gar nicht und verbrauche ich hier auch gar nicht. Das heißt, ich kann einfach ganz bequem die paar Handtücher, die ich dann habe, mit nach Hause nehmen. Und reicht völlig aus, wenn ich das dann mit meiner privaten Wäsche wasche und dann wieder mit hierher bringe. So geht das dann immer so im Kreislauf und es ist viel, viel günstiger. Ich kann ja auch nichts trocknen, das heißt, es müsste dann auch ein Waschtrockner oder sowas sein. Und selbst wenn ich da so einen kleinen Toplader oder so genommen hätte, hätte sich das niemals rentiert. Ich hätte die Maschine gar nicht voll bekommen. Also ist das so viel, viel besser mit der Wäsche. Und der vierte und letzte Gegenstand, von dem ich letzten Endes super froh bin, dass ich ihn mir nicht gekauft habe, ist eine professionelle Aquarienanlage. Ich habe hier ja dieses Kallax-System. Das habe ich auch schon mal in einem meiner ersten Videos vorgestellt. Da habe ich schon gesagt, ich bin sehr zufrieden damit. Den Link kann ich euch unten in die Infobox auch nochmal reinsetzen. Bei diesem System habe ich halt die Möglichkeit, jedes Becken einzeln zu schalten. Ich kann jedes einzeln filtern. Die sind nicht miteinander verbunden. Das ist, also sind alles einzelne Becken, und das ist halt ein super Vorteil. Einmal kann ich die Wasserparameter einzeln anpassen. Wenn es nötig wäre, mit Medikamenten oder sowas zu arbeiten, können sich das bei jedem Becken einzeln machen. Die Becken sind nicht miteinander verbunden. Bei den professionellen Anlagen sind hier ja immer so kleine Gitter dazwischen für die Filterung. Und das ist natürlich von Nachteil, gerade bei Garnelen. Da können die Jungtiere wunderbar durchschlüpfen. Manchmal sind die Gitter sogar so groß, dass auch schon ältere Tiere durchschlüpfen können. Und später wundert man sich dann als Kunde, dass man dann einen wildfarbenen Stamm auf einmal hat.
Und man hat auch aber eigentlich, was weiß ich, Yellowfire oder so gekauft. Und das ist dann total schade. Und hier ist erst was ausselektiert, ist wirklich selektiert und jeder Stamm bleibt für sich. Das ist ein großer Vorteil. Ja, die professionellen Anlagen haben halt unten so ein großes Filterbecken. Das läuft dann durch alle. Oder es sind zumindest drei Becken miteinander verschaltet. Und das ist hier nicht. Da bin ich ganz froh drum. Ja, das sind meine vier Sachen, von denen ich froh bin, dass ich sie letzten Endes dann doch nicht gekauft habe. Das war's auch schon mit dem Video. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.